Dynamo TV wird präsentiert von Verticalis, der Spezialist für seilunterstützte Höhenarbeit, Industrieklettern und Höhenrettung. Zum Glückwunsch zum am Ende ja doch ungefährdeten 4-0-Erfolg hier in Glauchau. Wie hast du das Spiel gesehen? Wie schwer war das auf diesem tiefen Platz heute? Ja, also es war natürlich klar die Aufgabe, seriös zu bleiben und das Spiel gut zu gewinnen und gut zu gestalten. Der Platz war echt schwer zu bespielen und dafür haben wir es, denke ich, gut gemacht und dann auch solide gewonnen. Ja, sind alle gesund von dem Platz runtergekommen. Ich glaube, das hat man gesehen, dass es ein ganz schwerer Platz ist. Und ja, die Jungs haben konzentriert gespielt, wir hätten mehr Tore machen müssen, aber insgesamt war es okay. Ja, das wussten wir. Wir wussten, dass es ein schwieriges Spiel wird aufgrund der Bedingungen und dass es natürlich für den Gegner das Spiel des Jahres ist. Das sind immer schwierige Spiele, aber ich denke, wir haben das gut angenommen und verdient gewonnen. Ja, ich glaube, wir haben ein bisschen gebraucht, um ins Spiel zu kommen. Haben ein paar Situationen, wo uns die Bälle verspringen, ein paar Stockfehler. Platz war ganz schwierig zu bespielen heute. Ich glaube, trotzdem gehen wir dann mit ein bisschen Zeit verdient in Führung. Legen dann relativ schnell das 2-0 nach, dann haben wir ein bisschen eine Durchstrecke, wo wir nicht so ganz wieder in die Abschlusssituation kommen. Ich glaube, wir haben dann ein paar Situationen dann auch nochmal wegverteidigen müssen. Ich glaube, ein Tor kriegen wir gegen uns, wo wir uns nicht beschweren dürfen, wenn es kein Abseits ist, glaube ich. Nichtsdestotrotz, glaube ich, haben wir unsere Pflichtaufgabe heute hier erfüllt, haben die Situation angenommen, haben versucht, Fußball zu spielen, haben in den Momenten halt vielleicht ein, zwei Kontakte mehr gebraucht. Und dann kommt natürlich auch so ein Gegner dann in die Zweikämpfe und da haben sie natürlich dann auch nicht zurückgezogen. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, haben wir es dann am Ende doch so durchgespielt, dass wir verdient 4-0 gewonnen haben. Du hast dann den Torreigen geöffnet, auch aus größerer Entfernung. Beschreib mal kurz dein Tor. Ja, ich weiß gar nicht mehr ganz genau. Ich glaube, ich habe ihn mit rechts um den Gegenspieler rumgenommen und dann einfach mit links mal probiert. Bin natürlich froh, dass er reingegangen ist und es ist auch, glaube ich, wichtig, so diesen Dosenöffner dann zu kriegen in so einem Spiel. Danach wird es auf jeden Fall einfacher für einen. Lukas Querto hat sein Debüt gefeiert. Wie zufrieden bist du mit ihm, mit seinen ersten Minuten im Trikot der SGD? Kann man, glaube ich, schwer bewerten. Aber er hat halt seine Minuten bekommen. Wir müssen ihn jetzt ranführen, nach und nach Spielzeit geben. Und vor allen Dingen muss er jetzt erstmal viel Mannschaftstraining aufholen, weil da sieht man schon, dass ihm da einiges fehlt. Wie hat es sich angefühlt, das erste Mal das Trikot der SGD zu tragen? Ja, war natürlich schön, endlich mit den Jungs mal auf dem Platz zu stehen. Ist ja auch egal wann, egal wo. Ich bin einfach wieder glücklich, dabei zu sein und ich glaube, das war ein guter Anfang heute. Du bist reingekommen, hast direkt nach 5 Minuten den ersten Assist geliefert. Erklär mal kurz die Situation und erzähl uns mal, wie du ins Spiel reingekommen bist heute. Ja, kalt bin ich ins Spiel reingekommen, würde ich mal sagen. Aber nee, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das passiert ist. Ich glaube, wir haben Angriff gestartet über links und dann bleibt der Ball irgendwie hängen. Ich sehe das, bring den rein und Denno köpft den super rein und das war's eigentlich. Der Gegner stand sehr tief, du hast 2 Tore gemacht davon drin. Wie schwer war das für dich als Mittelstürmer gegen so einen tiefstehenden Gegner heute? Ja, also ganz so tief fand ich in der ersten Halbzeit gar nicht. Wir hatten Riesenräume hinter den Außenverteidigern vom Gegner, die wir nicht ganz so gut nutzen konnten in der ersten Halbzeit. Dann, wenn es 2-0 steht, versuchst du natürlich irgendwo auch ein bisschen Schadensbegrenzung zu machen und auf Konto zu spielen. Ja, ich glaube, es war trotzdem schwierig. Ich glaube, wenn man unser Spiel kennt und dann, wenn man in diese letzte Zone rein will, wo man dann auch diese Pässe ins Zentrum spielt, wo dann beim besseren Platz die Annahmen und die ersten Kontakte dann auch sitzen, da wird es besser. Aber ich glaube trotzdem für uns, die jetzt auch nicht ganz so viel gespielt haben, auch mal wieder über 90 zu gehen, mal wieder ein bisschen Luft zu holen, es tut uns auch gut. Und jetzt heißt es vorbereiten auf Regensburg am Wochenende. Jetzt waren viele Spieler auf dem Platz, die zuletzt nicht ganz so viel gespielt haben. Kann so ein Spiel richtig Selbstvertrauen geben, auch für die nächsten Wochen, für die nächsten Aufgaben in der Liga? Ja, es ist wichtig für jeden Spieler, die Spielminuten mitzunehmen, die Spielpraxis zu kriegen, die Abläufe, in den Abläufen besser zu werden und sich aneinander zu gewöhnen. Und ich denke, das hat heute jeder gut gemacht und ja, deshalb war es auf jeden Fall hilfreich. Nein, natürlich nimmt man Selbstvertrauen mit. Ich versuche Tore zu machen, ich versuche meine Spielminuten zu kriegen, ich versuche der Mannschaft zu helfen. Ich schieße gegen Saarbrücken fast das 1-1 in den 15 Minuten, wo ich auf dem Platz bin und ja, davon würde ich gerne mehr zeigen. Die Fans haben lange auf dein Debüt gewartet, jetzt war es heute soweit. Was dürfen wir denn in den nächsten Wochen von dir erwarten? Wie weit bist du? Ja, ich habe natürlich noch Fitnessrückstand, das ist klar und das ein oder andere Wehwehchen, aber ich hoffe, dass ich jetzt immer wieder in Tritt komme, immer besser in Tritt komme und dass ich dann auch schnellstmöglich der Mannschaft helfen kann. Heute hier ein Pokalspiel im Dynamo-Land, viele Fans auch hier. Wie hast du die Stimmung erlebt? Ja, wir kannten es ja schon aus Niesky. Es waren, glaube ich, ja wieder 4.000. So, man hat natürlich gemerkt, was für eine Kraft auch hier auf dem Dorf quasi hinter dem Verein steht. Es ist immer schön, wenn viele Leute zuschauen und deshalb ja, sehr positiv. Danke.